So, Freunde, was geht? Battlefield 1, es gibt News. Es gibt dicke, dicke News. Und zwar gibt es jetzt die ersten richtigen offiziellen Informationen zum DLC They Shall Not Pass, das im März rauskommt. Es gibt 4 neue Karten. Einmal die Verdunheit. Walter Gon, was brennt? Ja, man kann jetzt hier nicht viel erkennen, aber es ist sehr feurig und sehr waldig. Die nächste Karte. Fort Devo. Sieht mir und es hört sich auch sehr nach Metro an. Das Ganze sind unterirdische Katakomben mit vielen Gängen, labyrinthartig aufgebaut. Und ich denke, das könnte wirklich das Metro für Battlefield 1 werden, beziehungsweise auch das Operation Spind. Für Battlefield 1 und das ist ja was, was sehr, sehr beliebt ist. Das ist eine Art von Karte, diese engen Gänge, wo dann beide Teams aufeinandertreffen. Das Ganze ist sehr beliebt in Battlefield und ich denke, das ist eine Karte, die ziemlich reinböllern wird. Die nächste Karte, holy shit, ich bin wirklich froh, dass ich hier heute Unterstützung habe. Die nächste Karte, Swasson. Swasson. Ist eine wahrscheinlich sehr offene und riesige und fahrzeugbasierte Map. Panzerschlachten, Luftschlachten und wahrscheinlich, wenn man da als Infanterist rumläuft, ist jetzt nicht so geil. Vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit Sinai, mit Quentin-Umgebung. Mal sehen. Also es sieht so von der Umgebung her nach Quentin aus, aber große Panzerschlachten, große Luftschlachten ist eher so Sinai. Also ich würde sagen, Quentin im Sinai-Fahrzeugkampf-Style. Und die letzte Karte, Bruch. Ja, Bruch. sieht ganz schön aus. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, denn auf dem Bild sieht man jetzt nicht so viel, aber ich kann es euch sehr bald zeigen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Was ja noch sehr interessant ist, ist der neue Spielmodus. Der heißt Frontlinien und das ist eine Kombination aus der Eroberung und Rush. Es fängt damit an, dass man sich von Flagge zu Flagge kämpft, also wie eine Eroberung, und zum gegnerischen Hauptquartier vorstößt. Wenn man das eingenommen hat, dann geht's als Rush weiter und man muss die Telegrafenmasten zerstören. Also dann auch wieder in verschiedenen Abschnitten, wo man sich wie ein Rush zu Telegrafenmasten vorrückt, vorläuft, hingeht, ihr wisst, und das andere Team das Ganze verteidigt. Und das ist eine nette Kombination. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze spielen wird. Dazu gibt es noch einen neuen Behemoth und den hat man ja schon im letzten kleinen Teaser gesehen. Und zwar den Char 2C-Panzer. Das ist einfach nur ein etwas größerer Panzer sozusagen. Das Teil ist jetzt nicht so groß wie ein Luftschiff, wie der Zug oder das Dreadnought. Das ist einfach nur ein etwas größerer Panzer. Die Frage ist, wie viele Leute passen da rein? Wird das Ding denn auch nutzvoll gebraucht? Weil ich sag mal, so ein Panzer ist ein bisschen mehr im Spielgeschehen drin als jetzt beispielsweise das Luftschiff oder das Dreadnought oder auch der Zug. Das sind ja alles Fahrzeuge, die, ich sag mal, an bestimmte Positionen gebunden sind. Das Dreadnought ist auf dem Wasser, das Luftschiff in der Luft und der Zug kann halt nur auf seinen Gleisen rumdüsen und den Panzer kann man, naja, überall hin steuern. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie der genutzt wird und wie das Ganze ablaufen wird. Auf jeden Fall ein neuer, dicker Behemoth. Der dicke Char 2C-Panzer. Dazu gibt es noch einen neuen Panzer, aber ein normaler Panzer als normales Panzerfahrgerät, als normales Fahrzeug. Und zwar der Sturmgeschützpanzer. Und ganz ehrlich, dieses Teil sieht einfach nur absolut heftig aus. Dieses kantige Design sieht mega nice aus. Vorne die dicke Kanone, rechts daneben noch eine kleine Kanone, auf die man wahrscheinlich switchen kann. Vielleicht sitzt da auch noch ein zweiter Spieler. Das wäre sehr interessant, wenn man endlich mal ein Fahrzeug hat. Ähnlich wie beim Attack-Heli in BF4 und BF3, wo vorne zwei Spieler sitzen, die auch beide dann gleichzeitig sozusagen, naja, nach vorne gucken können und sozusagen immer auf die gleichen Ziele schießen können. Das könnte hiermit möglich sein. Vielleicht kann man auch einfach nur die Gun sozusagen wechseln auf ein Zweitgeschütz. Auf jeden Fall an der Seite sind auch noch Guns und ja, ich feier das Teil. Das sieht mega cool aus. Es gibt einen neuen Panzer, es gibt einen neuen Behemoth, das heißt natürlich auch, es gibt eine neue Elite-Klasse. Ist eine sozusagen Nahkampf-Elite-Klasse, hat Nahkampfwaffen und eine Menge Granaten. Damit wird man wohl ziemlich heftig im Nahkampf unterwegs sein. Die Frage ist, wie viel der aushält, ob das so eine Knife-Runner-Elite-Klasse ist, womit man jeden anderen one-hittet mit einem Knife. Das wäre, ja, mal sehen. Man kann natürlich auch einfach gegen Bajonett chargen, wenn es geht. Ich bin gespannt drauf. Vielleicht läuft der auch so ein bisschen schneller. Ja, ich sag mal, so eine Knife-Runner-Elite-Klasse mit ein paar mehr Granaten.
könnte auf jeden Fall sehr interessant werden mit dem Ding. Und es gibt auch eine neue stationäre Waffe. Und zwar ein dickes Artilleriegeschütz, eine dicke Haubitze. Und die kann man ganz einfach benutzen, wie man auch eine Kanone benutzt. Die werden da überall mal rumstehen. Dann kann man sich da ranhängen und im Mörser-Style alles damit niederbomben. So, Freunde, so viel zum neuen DLC. Bald ist es soweit. Bald werden wir sehr viel mehr davon sehen. Ich freue mich mega darauf, auf die neuen Karten, auf die neuen Fahrzeuge, Klassen, Waffen. Es wird einfach nice. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Ein Like. Vielen Dank für euren heftigen Support. Dickes Danke geht raus an euch. Wenn ihr auch keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, freue ich mich auch selber ein Abo. Jeder ist herzlich willkommen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.